Ja, damit willkommen zu einer neuen Folge Half-Life 2. Da unten wird immer noch gekämpft, aber lassen die mal kämpfen. Und ja, mit zwei ist der Bräutigam mit dem VIP-Aufzug hier gefahren. Natürlich hat er ganz viel Platz gehabt und ich musste mich in diesen kleinen Ding hier quetschen. Naja. Lass mich durchverzackt. So. Wo ist Zwergi? Zwergi? Nein. Nein, Zwergi! Zwergi! So. Fällt er irgendwie runter? Okay, ich glaube, mir vorhin runtergeschoben. So, okay. So, dann gehen wir mal weiter. Das sieht verflucht nach einer Ladezeit aus. Ist es aber nicht. Noch nicht. Oh. Ah, Schrotschild. Eine anrührende Szene. Die Ruhe der Ewigkeit. Es besänftigt die Seele, nicht wahr? Ja. Zwergi, mach mal Platz. Weg damit. Zwergi, komm. Ah, oh, Fettsack, geh weg. So. So, mal gucken, was es hier so gibt. Oh. Kleines Vieh, du. Wo ein Wächter ist, sind Larvenhaufen garantiert nicht weit. Sie werden meist in der Nähe der Jungen postiert. Okay. Oh, Zwergi, du gehst vor. Ladezeit? Nein. Der Zwerg nervt manchmal etwas. Weil ich kann damit nicht schnell genug rennen. Der Wartegang. Oh, jetzt kommt eine Ladezeit. Jetzt weiß ich, ob ich da eigentlich da hinten runtergehen konnte und da etwas Wertvolles war. Soll ich noch einmal zurück? Nee. War mein Handy-Chat bimmelt und alles. Warum? Na, egal. Oh. Ein Luftzug trägt die Luft des Extrakts nach oben. Was wir suchen, liegt am Grunde dieses Schachts. Okay. Dieser Schacht führt hoch zum Raum, wo die meinen Experts versorgen. Wenn dieser Schacht nach oben führt. Auf diese Weise könnten wir ihm das Extrakt schnell bringen, vorausgesetzt, wir reparieren den Fahrstuhl. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, weil aber das. Wie gelangen wir hinunter? Ja, das kläre ich gleich. Ich überlege gerade, kann ich eigentlich den Zwerg, sag ich mal, einfach hier lassen? Und dann gehe ich da das Extrakt besorgen. Und danach, wenn wir nach oben fahren wollen, kann ich einfach mitnehmen. Oder soll ich ihn mitnehmen? Weil ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dann bleibt. Also wir können mal testen. Gut. Jetzt weiß ich, ob wir hier hoch müssen. Und wenn wir hier hoch müssen, ob der das richtig abspeichert, wenn ich das hier liegen lasse. Warum habe ich jetzt die Kiste da oben gestellt? Dann können wir gucken. Ich nehme den Zwerg sicherheitsweise mit, weil ich habe keine Lust, wenn es nicht klappt, da ich dann wieder von neu spiele. Oh. Gut, Freeman. Wenn er den unteren Raum erreicht, muss er einen Weg finden, mich zu rufen. Das Gefühl
Er geht kaputt, ja. Nicht vergessen, der Wächter darf nicht sterben, sonst ist das extra dahin. Der hat es anscheinend nicht begriffen, wie man da durchkommt. Aber ich nehme mal mit. Tralalalala. Lustig aus. Tralalalala. Hallo? Hallo? Aber ich muss eine Zwergi mitnehmen. Muss ich einen neuen Freund da lassen. Da ist eine Larve. Da war eine Larve. Oh. So. Ich glaube, ich hätte den Zwerg wirklich da oben lassen können. Wahrscheinlich muss ich irgendwo drunter tauchen. Genau. Komm. Kannst du ihn essen. Gucken, ob Zwergi dir schmeckt. Boah, wie lange brauchst du den? Und? Nee, hat anscheinend nicht geschmeckt. Hat es anscheinend nicht geschmeckt. Ah, da muss ich hin. Munition. Wow. Da ist Zwergi. Ab mit dir in die Freiheit. Ah, da ist Zwergi. Gut, verdammt. Hallo? Oh. Granate war ein bisschen zu doll. Nein. Zwergi, pass auf mich auf. Ich glaube, ich muss an den vorbeirennen. Aber kann ich das Scheiße mit dem Zwergi? Muss ich am besten Zwergi schon mal rüber schicken? Genau, und jetzt schnell durchrennen. Boah, war ja knapp. Junge. Zwergi, du hältst mich schon auf, weißt du? Du weißt, dass du mich schon aufhaltest. So, Zwergi. Was hast du jetzt machen, Zwergi? Du bleibst hier schön. Nicht rumbacken. Du bleibst hier schön liegen. Von mir aus auch so. Ach, wir beenden erstmal die Folge. So. Und gerne ein paar Kommentare da lassen. Maul. Und
ja. Zwerge viele Grüße stellen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.